Hallo, ich bin Salome und ich war in der Gruppe Müll entsorgen. Und wir haben uns überlegt, dass es ein großes Problem ist, dass Menschen, wenn sie in der Stadt Mülleimer nicht finden, den Müll einfach auf die Straße werfen, weil sie halt Mülleimer vielleicht einfach nicht finden. Und das ist natürlich nicht so gut, wenn der Müll dann auf der Straße rumliegt. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir eine Website erstellen, auf der es eine Karte gibt und auf der Karte sind mit Hilfe von so kleinen Pins alle Mülleimer und Müllentsorgungsstellen der Stadt gekennzeichnet auf der Karte. Und dann kann man da draufklicken und dann wird einem angezeigt, was das für ein Mülleimer ist, also welchen Müll man da reinschmeißen kann und in welcher Straße der Mülleimer steht. Und das soll halt helfen, dass nicht mehr so viel Müll auf der Straße rumliegt und ja, dass halt einfach der Müll auch in den Mülleimer geworfen wird, weil man sie halt leichter finden kann. Ja, ich stelle jetzt mal kurz unsere Webseite vor. Wir haben uns eine Webseite gemacht, wo halt, wie schon gesagt, die Karte hier zu sehen ist. Die Punkte stimmen jetzt noch nicht überein, da wir die ganzen Datenmengen noch nicht halt reingefügt haben. Und wenn wir uns auf unsere Startseite begeben, kann man hier die ersten Informationen sehen, wo natürlich noch mehr hinzukommt, wo einfach steht, was das für eine Website ist und was man hier zu sehen bekommt. Und unter weiteren Infos sind unsere kleinen Arbeitsschritte und wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind, angegeben. Und man sieht hier auch unsere Bearbeitungsschritte. Das war von unserem gestrigen Tag. Und das untere ist, ja, was wir heute sozusagen, wie wir heute das Ganze fertiggestellt haben. Dann haben wir noch hier unsere Impressum, wo halt wir noch kurz angegeben sind, wer das Ganze gemacht hat. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir das auch sozusagen für alle Handynutzer gerecht gemacht haben. Das heißt, dass man nicht sein Laptop mit draußen rumschleppen muss und dann den Mülleimer suchen muss, sondern man kann das Ganze hier auch, wenn ich jetzt mal auf die Map gehe, wird das Ganze hier angepasst, auch mit einer Leiste, wo man mit dem Finger nicht in der Karte hängen bleibt, sondern hier an der Seite einfach weiter scrollen kann oder halt tippen kann. Und wenn man das jetzt sieht, dann passt sich das Ganze auch wunderschön an. Genau. Und wir haben natürlich auch das erste Mal mit HTML und GitHub gearbeitet, was ich denke auch erwähnenswert ist.